Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer Information über Raw Denim Jeans Selvedge. Das sind spezielle Jeanshosen, die werden halt in dem Sinne nicht sanforisiert, was immer das auch heißen mag, und man nennt es auf Deutsch Krumpen. So, es geht mir hauptsächlich um Leute, um Männer und Frauen, die leider immer das Problem haben, dass sie im Schritt Löcher entstehen. Durch Reibung, durch Hitze, durch Wärme. Und dann hat man sich seine teure Hose wieder in den Abfalleimer werfen können. So, das sind eine meiner Lieblingsmarken, Naked Famous. Das hier hat sogar ein spezielles Emblem mit Street Fighter. Das ist einfach nur als Gimmick gedacht. So, diese Hose ist 12,5 Unzen. Ich habe sie seit Mai 2018 und wie ihr seht, fast kaum irgendwelche Reibungen oder Verluste. So, da könnt ihr auch noch mal hier gucken, damit ihr seht, was ich meine. Es ist halt sozusagen farblich, hat es was verloren, aber es ist noch fast wie neu. Es ist ein Gimmick, wie ihr kennen könnt. Von der orangen Farbe und mit dem Strom, natürlich hier Abnutzung, soll hier blanker dargestellt sein. Und das hat auch innen drinne so ein blanker Motiv. Tut nicht zur Sache, also hat eine 12,5 Unzen. Ist aber, ja, sage ich mal, sehr, sehr gut. So von der Abnutzung her hat sie fast nichts erlebt. Ich bin immer der Meinung, dass man eine Hose nehmen sollte mit hohen Unzenzahlen. Das ist jetzt eine spezielle Hose, das ist eine Elefanthose 8, die von Naked Famous auch hergestellt werden. Das hat 21 Unzen, hält angeblich eine ziemlich lange Zeit, weiß ich leider noch nicht, muss ich halt testen. Und wie ihr seht, sie ist noch nagelneu. Ich habe sie erst zweimal angehabt. Das ist schon eine Hose, die ist etwas sozusagen auch wie die blanke Hose seit Mai 2018 bei mir. Wie ihr sehen könnt, ist hier mal farbliche Abnutzung, aber ist noch fast tadellos. Ist halt gut zu nutzen und ja, ist etwas schwierig gewesen zum, sage ich mal, Anziehen. Hat ungefähr 3 bis 6 Monate gedauert. Und das ist normal bei solchen Raw Denim Hosen, dass sie etwas länger dauern zum Anziehen. Überraschenderweise ist die Elephant 8 Hose, die ich hier habe, sehr easy, hat fast kaum Probleme mir verursacht. Und mir geht es nicht hauptsächlich darum, um Leute, die halt das Problem haben, jedes Mal eine neue Hose zu kaufen, alle 3 Monate, 6 Monate oder jedes Jahr. Sehr schade um das Geld. Und wenn man sich vorstellt, man hat vielleicht eine Lieblingshose und dann gibt man dafür Geld aus, vielleicht auch 100, 150, 200 € und kaum hat man die gekauft und schon ist die schon wieder kaputt. Ich gehöre dazu, dass leider relativ schnell meine Hosen kaputt gehen. So, jetzt komme ich zu einer sehr, sehr speziellen Hose. Das ist auch limitiert. Sie gibt es nicht so häufig, aber sie kann von selbst stehen. Das werde ich gleich nochmal in einem Video auch zeigen. Das ist folgendermaßen. Das ist eine 32 Unzen Hose. Die kann von selbst stehen und sie ist noch nie getragen worden. Ich habe sie erst neu bekommen. Und ihr könnt einfach mal selber Erfahrungen sammeln mit Jeanshosen. Ich weiß, es gibt solche, die sagen, oh, ohne meine Stretchhose geht's nicht und wenn sie kaputt geht, dann hole ich mir halt eine neue. Okay, alles gut, kein Problem. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ich dagegen habe mich entschieden für Raw Denim. Mit einer höheren Unzenzahl, die ein bisschen dicker ist, da braucht man auch Geduld. Aber ich hatte das Gefühl nach einer Weile, naja, warum soll ich mir dann schon wieder eine neue Hose kaufen? Ich bin erst spät zu diesem Raw Denim gekommen, ich bin zufällig reingerutscht. Ich habe einen Laden besucht in Hamburg, ich sage auch nicht irgendeinen bestimmten Namen. Ist in der Innenstadt, ist ein feiner Laden. Und dann war das so, dass ich gesagt habe, oh, meine Hosen gehen sowieso schnell kaputt. Und auf einmal hat er gesagt, diese nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, ich gebe mal einen Versuch's mal. Gib's einen Versuch. Und dann auf einmal war das so, huch, die hält ja wirklich schon eine Weile. Es gehört also diese blanke Hose dazu, die Hose, die ich jetzt habe.
ich anhabe, ist genauso. Die sind seit Mai 2018 bei mir. Kaum Verbrauch, kaum Abnutzung. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn man ständig Fahrrad fährt. Weil meine Japan Blue Jeans ist ein bisschen in Mitleidenschaft gekommen, als ich eine Stunde lang um einen Vulkan in Kagoshima in Japan rumgereist bin. Ihr müsst auch nicht unbedingt nach Japan reisen, um solche Hosen zu kaufen, sondern die gibt es hier. Die Naked Famous ist eine Marke, die aus Kanada kommt, aber es gibt auch Ironheart oder So-So aus Schweden und so. Ihr könnt selber eure Meinung bilden, ihr sollt selber eure Marken finden, die ihr gut findet. Wenn ihr sagt, ich bleibe immer bei meiner Marke, ich finde sie cool und sie hält ewig und mir gefällt es, auch wenn sie kaputt geht oder sonst was, hey, kein Problem. Das sollt ihr ja entscheiden. Es soll ja euch Zufriedenheit geben und nicht mir. Also ich will euch ja nicht überzeugen, unbedingt meine Jeans zu holen. So, jetzt muss ich noch was ausholen. Die Hosen sind vielleicht ein Tick teurer als die Markenhosen, aber sie gehen zwischen 100 und 200 Euro. Also das ist jetzt nicht so die Welt, aber sie halten länger. Gut, diese 32-Unzen-Hose, die ist speziell halt hergestellt worden. Und die kostet über 550 Euro. So 545 Dollar plus Mehrwertsteuer. Also könnt ihr euch vorstellen, dass da schon richtig was reinhaut. Aber sie soll angeblich 20 bis 30 Jahre lang halten. Wenn ich mir das vorstelle, die Hose ist vielleicht am Anfang teuer. Aber wenn man jeden Monat, also jedes Jahr sage ich mal besser gesagt, zwei Hosen verschleißt und sich eine neue holt. Hey, diese Hose kann man nehmen. Was besonders ist, diese Hosen müssen nicht gewaschen werden. Sie werden nicht in die Waschmaschine einfach getan. Man kann sie reintun, das ist kein Problem. Aber man kann sie auch einfach in den Kühlschrank stellen oder einfach lüften lassen am Balkon. Ist überhaupt gar kein Problem. Hygienisch und sonst was, alles super. Das hat man festgestellt. Das ist halt das, was üblich früher war. Deswegen ist das eine Eingewöhnung. Umstellung und so, also es ist schon nicht ohne. Man muss ein bisschen Mut haben und sich dafür öffnen und sagen, hey, okay, ich probiere es mal aus. Jetzt zeige ich euch gleich den Beweis, wie diese Hose in der Luft schwebt. So, jetzt seht ihr hier, wie die Hose selbstständig steht. Ich habe sie einfach platziert und es ist unglaublich, sie ist einfach so, wie sie ist. Da. Kann einfach stehen. Ist natürlich speziell hergestellt. Und